Hallo! Hallo! Wir sind heute nochmal mit Begleitung unterwegs und zwar Froni und Micha vom Kanal Wanderverliebt. Das hat uns nämlich beim letzten Mal so super gefallen, mit den beiden zu wandern. Ja, dann machen wir es nochmal. Und wir gehen heute ans Ende der Welt. Das soll wohl in der Kropperer Schweiz sein. Apokalypse! Wir sind Melanie und Uwe und am liebsten auf Reisen. Aber da wir momentan unseren Van ausbauen und nicht auf Reisen sind, zeigen wir vorerst Ausflüge, Zeitreisen und Wanderungen aus der schönen Natur. Hier ist ja schön. Ja, guck mal, jetzt kommt da der Ginster. Und die Sonne, die kommt. Ah. Genau, wenn Engel reisen, war es schönes Wetter. Genau. Engel reisen oder wandern halt einfach, ne? Genau, wandern geht auch. Stufen hier. Ein wunderschöner Naturpfad zum Weltende und der gehört zum europäischen Schutzgebiet von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, ist also geschützt und das ist das sogenannte Flora-Fauna-Habitat, also ist die Richtlinie. Wieder interessante Strecken hier. Schaut mal. Ja, Halteseil ist gar nicht so verkehrt. Ups.
Ja, wunderschön. Mal gucken, wie das hinten aussieht. Auch schön. Sehe ich irgendwas? Nicht so viel, aber nee, man sieht nicht mehr viel. Aber ihr seid da, ihr seid schön. Die Schuhe sind nass und ich bin keine Walzer. Was ist passiert? Ich bin da irgendwie, der Stein war nass. Alles klar, Uwe. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Es ist nur, es läuft gerade so ein bisschen hinten an der Hacken runter. Es ist noch nicht vorne an der... Es ist noch nicht an den Zehen angekommen. Nein. Es ist nicht also, das, wonach es aussieht. Die Schuhe selbst sind ja wasserdicht, deswegen läuft es auch nicht mehr raus.
Wir haben unsere Runde beendet und das war wirklich eine sehr schöne Runde. Ja, wir wollen uns ganz herzlich bei Toni und Micha vom Kanal Wanderverliebt bedanken. Es war wieder super schön mit euch, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch wirklich eine ganz tolle Runde. Aber Uwe hat kalte Füße. Und zwar bei der Apokalypse. Ja, und die Apokalypse war das Weltende. Da war nämlich eine Furt und da konnte man von Stein zu Stein hüpfen. Naja, und Uwe hat den einen Stein wohl ein bisschen überschätzt. Nein, da waren vorher Hunde drüber gegangen und der war nass. Naja, die Füße sind ein bisschen nass, aber sie sind noch dran. Also Uwe lebt alles noch, gut. Also Weltende ist überstanden. Ja, nein, ansonsten war es wirklich eine ganz tolle Runde. Vor allen Dingen diese schmalen, felsigen Pfade mit kleinen Klettereinheiten haben uns echt super gut gefallen. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Beide schlingen nicht. Ja, genau, wir sind Gourmet. Ja, na, es war so gut, das konnte nicht so lange liegen bleiben. Das musste weg. Also auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Wenn er hier vorbeikommt, geht hier mal einen Burger essen oder auch was anderes. Mit coolen Schulen. Total cool. Ja. So, jetzt traut sich keiner mehr was zu sagen. Der Micha ist fit. Guck mal hier, wie der joggen kann. Genau. Und das gehört zur europäischen... Der gehört zum europäischen... Ich kann es nicht sagen. So, Kletteraffe unterwegs. Ja, wir haben unsere... Ohne ja. Europäischen Schutzgebiet, ist doch nicht so schwer. Ja, da sagt mir gerade, ich wollte filmen und so. Ja. Da geh ich doch mal gucken. RTL, ProSieben, SWR. Nicht ganz, nicht ganz. Wir haben die Apokalypse überlebt, ab jetzt sind wir die Wanderzombies. Ja. Das war's.